Ja, wir wollen also mit dem Quotientenkriterium beweisen, dass diese Reihe hier konvergiert. Und das Erste, was wir machen, ist, wir müssen erstmal die Summenformel ermitteln. Gut, wenn der Ausdruck so unübersichtlich ist wie hier, dann sollte man Folgendes machen. Man nummeriert erstmal die Glieder. Das ist das erste Glied n gleich 1. Das zweite Glied n gleich 2. Das dritte Glied n gleich 3. Und das vierte Glied n gleich 4. So, jetzt gucken wir uns hier die einzelnen Glieder mal an. Die sind doch alle gleich aufgebaut, ne? Da wird ein Bruch mit einem anderen Bruch multipliziert. Hier auch, ne? Das Ergebnis wird also die Summenformel, die wird also folgendermaßen aussehen. Da wird ein Bruch stehen mal einen anderen Bruch. So wird er aussehen. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir untersuchen Zähler und Nenner vom ersten Faktor und dann Zähler und Nenner vom zweiten Faktor. Also erst die hier, die kommen hier hin, die hier kommen hier hin, die hier kommen hier hin und die hier kommen hier hin. Gut, fangen wir mal mit dem Zähler vom ersten Faktor an. Das ist hier einmal die 1, dann einmal 3 und einmal 3 mal 5. Ja, und da sehen wir schon, das ist eine Doppelfakultät, weil die Faktoren unterscheiden sich hier um 2. Also schreibe ich schon mal hin, ist eine Doppelfakultät. So. Betrachten wir jetzt die größte Zahl der Doppelfakultät. Die ist hier 5, die ist hier 3 und die ist hier 1. Also immer um 2 mehr. Also müssen wir hierhin schon mal schreiben 2n. So, jetzt kommt noch Plus oder Minus hier hin. Da gucken wir mal. Wenn ich 2 mal 4 nehme zum Beispiel, habe ich 8. Hier habe ich aber eine 5. Was muss ich machen? Da muss ich einfach 3 abziehen. Und schon bin ich fertig. Ich gucke mal, ob das hier auch hinhaut. Hier habe ich n gleich 3. 2 mal 3 ist 6, minus 3 ergibt 3. Dann habe ich hier 3 Doppelfakultät und das steht auch hier oben. Gucke ich mal, ob es hier stimmt. N gleich 2, dann habe ich hier stehen, 2 mal 2 ist 4, minus 3 ist 1 Doppelfakultät. Ja, habe ich hier auch stehen. 1 Doppelfakultät ist ja das gleiche wie 1. Gut, den Zähler vom ersten Faktor haben wir schon mal gefunden. Jetzt machen wir den Zähler vom zweiten Faktor. Der ist ganz banal, der ist immer 1. Ne? Also kann ich hier schon mal hinschreiben 1. Das war einfach. Gut, jetzt geht es an die Nenner. Da steht 2. 2 mal 4, 2 mal 4 mal 6. Man sieht schon, das sind gerade Doppelfakultäten. Ja, also schreibe ich schon mal hin, Doppelfakultät. Gut, jetzt geht's weiter. Wir betrachten das größte Glied der Doppelfakultät. Das ist die 6, die 4 und hier ist es die 2. Die unterscheiden sich immer um 2, also muss ich wieder hinschreiben, 2n. So, jetzt muss ich wieder überlegen, wenn ich hier 2n, zum Beispiel n ist gleich 4, dann setze ich hier die 4 ein, dann komme ich auf 8. Hier steht aber eine 6, also muss ich 2 abziehen. So, überprüfe ich mal, ob das bei den anderen auch stimmt. Ich setze n gleich 3 ein, dann habe ich 6, minus 2 ergibt 4. Das ist die höchste Zahl der Ziffer in der Doppelfakultät. Ich setze n gleich 2 ein. Dann habe ich hier 4 minus 2 ergibt 2, also 2 Doppelfakultät habe ich hier auch stehen. Gut, habe ich das auch fertig. Jetzt gucke ich mir den Nenner vom zweiten Faktor an. Also 3 mal 2, 5 mal 2 hoch 2, 7 mal 2 hoch 3. Also hier steht eine 3, eine 5 und eine 7. Also immer 2 Unterschied. Da muss ich also schon mal schreiben, 2 n. Gut, jetzt mache ich mal den Test. Ich habe hier stehen eine 7. Wenn ich jetzt n gleich 4 hier einsetze, komme ich aber auf 8. Da muss ich also ein abziehen. Gut, jetzt steht da aber noch was hinter. 2 hoch 3, 2 hoch 2, 2 hoch 1. Also 2 ist ja 2 hoch 1. Ja, also steht da immer hinter die 2 und dann ein Exponent und der ist immer um 1 niedriger als n. Ne?
n gleich 4, Exponent 3, n gleich 3, Exponent 2 und so weiter. Also muss ich da schreiben n minus 1. So, jetzt mache ich noch das Summenzeichen davor. Und weil wir ja bei n gleich 1 angefangen haben, schreibe ich hier in n gleich 1 bis unendlich. Jetzt müssen wir aber noch eins machen. Die 1 haben wir ja hier das erste Glied noch nicht überprüft. Das müssen wir einzeln überprüfen, haben wir ja gesagt. Setzen wir jetzt mal n gleich 1 in diese Formel hier ein. Und dann gucken wir, ob wir da 1 erhalten. Dann habe ich hier stehen, 2 mal n, also 2 mal 1 ergibt 2. Minus 3 ergibt minus 1 Doppelfakultät. So, Klammer drum. Jetzt geht's weiter. 2 mal 1 ergibt 2, minus 2 ergibt 0, 0 Doppelfakultät. Gut, jetzt geht's weiter. 1 durch, hier setze ich wieder 1 ein. 2 mal 1 ist 2, minus 1 ergibt 1. Mal, hier setze ich wieder 1 ein, dann erhalte ich 0. 2 hoch 0. Ja, 2 hoch 0 ist gleich 1. Und jetzt muss ich überlegen, minus 1 Doppelfakultät ist definiert als 1. 0 Doppelfakultät ist auch definiert als 1. Kann man nachgucken. Der Bruch hier ist auch gleich 1. Also bekomme ich 1 raus, das erste Glied. Und das steht auch hier. Also ist das auch das erste Glied überprüft. Das ist richtig. Gut, das kann ich jetzt wegwischen. Ja, ich habe die Summenformel nochmal hier oben hingeschrieben, weil ich Platz brauche. Und hier vorne steht das Quotientenkriterium. Im Quotientenkriterium muss ich ja jetzt für an einfach nur diesen Ausdruck einsetzen. Das habe ich schon gemacht. Ich habe diesen Ausdruck hier nochmal hingeschrieben. An plus 1 muss man berechnen, indem man in diesen Ausdruck oder in diesen, das ist ja der gleiche, überall für n plus 1 einsetzt. Gut, dann mache ich das mal eben. Dann habe ich hier 2 mal n plus 1, das ist 2n plus 2 minus 3 ergibt 2n minus 1. Augenblick, hier oben hin, 2n minus 1 Doppelfakultät. So, die 1 bleibt gleich, die kann ich übernehmen. Hier setze ich wieder n plus 1 ein, dann habe ich 2n plus 2 minus 2 ergibt 2n. Und das Ganze als Doppelfakultät. Hier setze ich wieder für n plus 1 ein, dann erhalte ich 2n plus 2 minus 1 ergibt 2n plus 1. Und hier steht eine 2, n minus 1, wenn ich für n plus 1 einsetze, erhalte ich 2 hoch n. Gut. Das sieht aber kompliziert aus. Ja, Dodo, das sieht nur kompliziert aus. Ne? Wenn ich diese beiden Brüche multipliziere, habe ich hier einen großen Bruch, kann man sich vorstellen. Hier unten ist dann der zweite große Bruch. Also im Prinzip tue ich nur einen großen Bruch durch einen anderen dividieren. Ja, und wie macht man das? Das haben wir in der Bruchrechnung gelernt. Man dividiert durch einen Bruch, indem man mit dem Kehrwert multipliziert. Ja, und das mache ich jetzt mal. Das schreibe ich mal hier unten hin. Ja, herzlich willkommen zum Teil 2. Wir waren hier oben stehen geblieben. Wir wollten also diesen Bruch hier oben, diesen großen Bruch, durch diesen Bruch teilen. Das habe ich hier gemacht. Ich habe also diesen Bruch hier oben, diesen großen Bruch, einfach nur abgeschrieben, hierhin. Und habe dann mit dem Kehrwert von diesem Bruch hier multipliziert, ne? Nach den Regeln der Bruchrechnung. Man dividiert durch einen Bruch, indem man mit dem Kehrwert multipliziert. Gut, dann habe ich das hier bekommen und jetzt können wir anfangen zu vereinfachen. Ich gucke mal grob drüber. Hier sehe ich also 2 hoch n und hier sehe ich 2 hoch n minus 1. 2 hoch n minus 1 zerlege ich mit den Mitteln der Potenzrechnung. Das ist 2 hoch n mal 2 hoch minus 1. Ja? Also 2 hoch n und mal 2 hoch minus 1. Ja, 2 hoch minus 1 ist 1 halb. Also schreibe ich statt 2 hoch minus 1 ein halb dahin. So. Gut, wie geht es jetzt weiter? Durch dieses Umformen kann ich 2 hoch n kürzen. Gut.
Jetzt geht's ans Kürzen von den Doppelfakultäten. Ich habe hier eine ungerade Doppelfakultät und hier habe ich eine ungerade Doppelfakultät. Allerdings zwei verschiedene. Die größere von beiden muss man immer zerlegen. 2n-1 Doppelfakultät ist das gleiche wie 2n-3 Doppelfakultät, da mache ich eine 3 draus, mal 2n-1. So, jetzt kann ich kürzen, das hier gegen das hier. Ja, jetzt gucke ich mal, ob ich noch irgendwas kürzen kann. Hier ist eine gerade Doppelfakultät, also Doppelfakultät einer geraden Zahl. Und hier ist eine Doppelfakultät einer geraden Zahl. Das ist die größere. 2n-1 ist ja kleiner als 2n. Also zerlege ich die hier. Ja, was kommt da draus? Augenblick, da muss ich mal ein bisschen Platz machen. Da muss ich mal ein bisschen tricksen. 2n Doppelfakultät ist das gleiche wie 2n-2 Doppelfakultät. Minus 2 Doppelfakultät. Mal 2n. So, jetzt kann ich wieder kürzen. 2n-2 Doppelfakultät habe ich hier und hier stehen. Gut, jetzt kann ich nicht mehr weiter kürzen. Und deshalb wische ich mal die Tafel hier oben und mache da oben hier weiter. Ja, ich übertrage jetzt das Ergebnis von hier unten nach hier oben. Da schreibe ich also erstmal Limes, n gegen unendlich, dann das Betragszeichen. So, was ist im Zähler übrig geblieben? Da ist übrig geblieben 2n-1 und hier nochmal 2n-1. Also schreibe ich 2n-1 mal 2n-1. Gut. Im Nenner ist übrig geblieben 2n und 2n plus 1. 2n plus 1. Sonst noch was? Ja, hier hinten ist noch eine 2 übrig geblieben. Die schreibe ich mal hier hin. Gut, jetzt multipliziere ich das aus. Da erhalte ich, also erstmal multipliziere ich am besten die 2 mit dieser 2. Da erhalte ich dann 4. So. Das multipliziere ich jetzt mal aus. Da erhalte ich eben das Limes-Zeichen übertragen. So. 2 mal 4 ist 8. 8n Quadrat. 8n Quadrat. Und einmal 4n. Also 4n. Ja, was erhalte ich im Zähler? Das sind 4n Quadrat, 4n Quadrat und minus 2n, minus 2n sind zusammen minus 4n, minus 4n plus 1. Ne? Einfach die beiden Klammern ausmultiplizieren. Gut, jetzt wische ich mal hier unten frei, da muss ich jetzt weitermachen. Und jetzt kann ich nicht mehr weiter vereinfachen. Jetzt muss ich durch die höchste Potenz von n dividieren. Und zwar den Zähler und den Nenner. Die höchste Potenz von n ist n². Also teile ich sowohl den Zähler als auch den Nenner durch n². Ich schreibe also hin, Limes n gegen unendlich. Das übertrage ich. So, jetzt geht's los. Dann habe ich 4n². 4n Quadrat. Die teile ich, wie gesagt, durch n Quadrat. Dann habe ich minus 4n. Minus 4n. Die teile ich, wie gesagt, durch n Quadrat. Und dann habe ich plus 1. Auch das teile ich durch n Quadrat. Gut, gehen wir zum Nenner. Ich habe 8n Quadrat. Die dividiere ich durch, wie gesagt, durch n Quadrat. Dann habe ich plus 4n. Plus 4n, die teile ich durch n². Also alles durch n² dividieren. Gut, jetzt kann ich kürzen. Hier kürze ich n² weg. Hier kürze ich auch n² weg. Hier kürze ich zumindest ein n weg.
Hoppla, das war falsch. Da kürze ich dieses weg und dieses. Und hier kürze ich auch wieder ein N weg. Und ein N bleibt stehen. Gut, jetzt führe ich den Grenzwertübergang durch. Das heißt, überall wo N steht, setze ich unendlich ein. Ja? Fange ich mal hier an. Hier ist N schon weggekürzt, da brauche ich gar nichts einsetzen. Da bleibt einfach die 4 stehen. So, hier muss ich jetzt für N unendlich einsetzen, wie ich gerade erklärt habe. Dann habe ich 4 durch unendlich und das ergibt 0. Hier muss ich auch wieder unendlich einsetzen. Dann habe ich 1 durch unendlich Quadrat, das ergibt auch wieder 0. Jetzt kommen wir zum Nenner. Da hat sich das N weggekürzt, das N Quadrat. Da bleibt also 8 übrig. Plus, ja, 4 durch N, für N unendlich einsetzen. Also 4 durch unendlich, das ergibt 0. Und da erhalte ich 1/2. Ja, 4 Achtel ist ja 1/2. Der Betrag von 4 Achtel. So, wir sind am Ende. Was bedeutet jetzt das Ergebnis? Wir haben 1/2 rausgekommen und 1/2 ist kleiner als 1. Und das Quotientenkriterium sagt, wenn man einen Wert rausbekommt, der kleiner als 1 ist, dann konvergiert diese gegebene Reihe. Also die, die gegeben war. Die Aufgabe ist also damit gelöst. Diese Reihe konvergiert. Wir sind am Ende und ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.